Der FCBB-Vorbericht wird präsentiert von Tipico. Your bet in safe hands. Ich glaub, es geht schon wieder los. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Oh doch, und ganz ehrlich, es wird auch höchste Zeit. Endlich wieder Basketball, endlich wieder Bundesliga für den FC Bayern, für den es am Samstagabend in Gießen um die ersten Punkte der Saison geht. Anspannung und Vorfreude, beides zugleich, weil es ist das erste Spiel. Wir müssen gucken, wo wir stehen, was wir können, wie wir drauf sind, Gießen aber auch. Aber wir freuen uns auch auf das erste Spiel und wollen loslegen. Wir warten die ganze Vorbereitung drauf und fiebern dem ersten Spieltag entgegen. Die 46ers vor allem zu Hause traditionell eine harte Nuss, zumal mit neuem Coach, dem ehemaligen Hagener Ingo Freier, wohl ganz ordentlich in Form. Der letzte Test, ein klares 110-84 gegen Zwolle, immerhin Vizemeister aus den Niederlanden. Der letztjährige Tabellenneunte hat wohl sowas wie einen Komplettumbruch hinter sich. Coach Wucherer ersetzt eben durch Freier und auch ansonsten fast das komplette Personal einmal ausgetauscht. Aus Sicht der Bayern also schwer einzuschätzen, obwohl sie haben mit John Bryant einen Spieler bekommen, den wir sehr gut kennen, der vielleicht nicht unbedingt zu der Philosophie der Gießener Mannschaft passt, weil John doch eine etwas andere Spielweise hat als die Gießener Mannschaft. Eigentlich dieser tolle Offensivbasketball mit viel Laufen, vielen Dreiern von außen. Und dementsprechend wissen wir schon, was kommt. Aber es wird mit Sicherheit auch ein paar Veränderungen geben, auf die wir dann uns im Spiel einstellen müssen. Ja, und die Bayern, die haben Bock drauf, dass es losgeht. Die Vorbereitung mit Erfolgen gegen Madrid und zuletzt Bamberg macht Lust auf mehr, auch wenn die ein oder andere Blessur die gute Stimmung etwas trübt. Sind nicht alle fit, die Stimmung ist aber gut. Alle wollen unbedingt spielen, wollen das erste Mal aufs Parkett steigen und richtig Gas geben. Sascha Djordjevic ist zurück, das gab nochmal einen extra Kick. Alle sind nochmal extra motiviert und wollen dem Trainer zeigen, was sie können, was sie drauf haben. Aber möchten vor allem in Gießen gut spielen und vor allen Dingen auch gewinnen. So oder so, Coach Djordjevic und seine Jungs sind heiß auf das erste Pflichtspiel und auf den ersten Sieg, denn der soll für den Heimspielauftakt gegen Braunschweig am Tag der Deutschen Einheit zusätzlichen Schwung bringen. Denn dann heißt es nämlich am kommenden Dienstag auch im Audidom wieder. Ich glaub, es geht schon wieder los.